Weiter geht es mit einer neuen, alles vernichtenden Folge God of War Ragnarok. Freut mich, dass du da draußen wieder beim Vernichten mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Gewinnspiel läuft, bewerten, kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ich merke jetzt erst, wie viele kleine Routinen ich mir mit Dröbnir angewöhnt habe. Ich werde es vermissen, Ringe für Gold einzuschmelzen, aber ich schätze, was wir haben, reicht noch bis Ragnarök. Hey! Zu früh? Schon geil, oder? Wenn man im Endeffekt endlos viele Goldringe bekommt, die schmelzt man ein und kann daraus machen, was man will. So, wie geht's weiter? Ah, dann mal auf zu der Dame. Ich übernehme. Oh nein, das war alles meine Idee. Ich spreche mit der Dame. Ich habe noch nie mit der Dame gesprochen. Und das hat seine Gründe. Rock wird gehen. Was? Nein, nein, nein. Ich muss doch... Du hast ihn gehört. Keine Bange, ich werde es nicht vermasseln. Was zum... Ach, ihr Furunkel. Das soll uns aufhalten? Da habt ihr euch getäuscht. Okay, warte. Wer will uns aufhalten? Was hat das jemand manipuliert? Ach, nur Sindri, der den ganzen Ruhm einstreichen wollte. Nichts Neues. Nicht das. Das Tor. Was ist mit dem Tor? Wahrscheinlich hat jemand den Nidravellir am System rumgepfuscht. Vermutlich deswegen, weil ihr ständig irgendwo einbrechen musstet. Aber zerbricht ihr nicht den körperlosen Kopf, mein Freund. Brock ist gut vorbereitet. Ich kenne von früher noch ein paar Ein- und Ausgänge. Tore, an die sie nicht mal im Schlaf denken würden. Weil sie nämlich dumm sind. Na gut, ich meine, ich vertraue auf die Zwerge. Aber alles ist möglich. Hier seid ihr richtig. Ein verlassener Versorgungstunnel. Direkt zum Schmiedelager. Wir sehen uns da oben. Na los. Brock. Und weg ist er. Bist du sicher, er war die richtige Wahl, Bruder? Ich vertraue ihm. Er redet Tacheles. Und doch so anschaulich. Wait a moment. Eine ungewöhnliche Oberfläche. Von Alben, glaube ich. Kann man das Ding bewegen? Das sieht aus wie eine Schiene, ne? Räumen wir hier den ganzen Schrott weg. Was ist da hinten? Es sieht halt aus wie eine Schiene, ne? Lady. Alright, dankeschön. Was ist das da hinten? Macht das Bumm? Na bitte. Okay. Wenn wir weiter zusammenarbeiten, brennt eines Tages vielleicht Asgard. Das ist nicht meine Absicht. Aber es könnte dein Schicksal sein. Was willst du damit andeuten, Hoheit? Rein gar nichts. Egal, wo ich bin, egal, was es ist, es wird brennen. Weil ich eben so bin. Armer Kerl, wieso hat er sich da versteckt? Etwas in diesen Tunneln fürchtete er mehr als zu verhungern. Nicht sehr rational. Das ist Angst selten. Okay, das war also nicht die Ecke, wo es weitergeht. Hier ist ein Sprengfass. Wo geht es dann weiter? Vielleicht mal mit den... Was war das? Achso, das ist das hier drüben. Ah, okay. Ein Tunnel für Schnaps und Sprengstoff. Ein hübsches Beispiel der Zwergenkultur. Du verhöhnst eine Kultur, die du unterjocht hast. Typisch Ase. Na, das hatte ich... Oh, Gremlins! Wow, wow. Warum stirbt ihr nicht? Das ist ein Level 3 Gremlin. Warum
Verrecken du nicht. Gremlin. Oh Gott, hier ist eine richtige Party. Gut. Ihr wollt Partei? Ich gebe euch Partei. So, du kleiner, widerlicher Rattenjunge. Tja, ich weiß, warum der Versorgungstunnel stillgelegt ist. Weil da Gremlins drin sind, ja. Ach, nur eine Kiste. Und saftige Melonen. Noch so ein Ding. Aber die müssen doch irgendeine Bedeutung haben, oder? Einfach nur Deko. Vorsicht, Bruder. Das sieht entzündbar aus. Warte. Schlacke da unten. Hat was genau gebracht? Gar nichts. Ha. Mysteriös. Schau mal hier. Ah, okay, Loot. Hör ich da nicht irgendwo so ein hässliches kleines Wieselvieh? Noch eine Ölache. Ah, ein segensreicher Ölfleck. Okay, das hat was gebracht. Oh oh, was ist das? Ach, wieder die hier. Alles easy, es sind nur Gremlins. Die Grimme. Ah! Okay! Alter, wie sie hier mit ihren Zungen züngeln. Achtung, hier hinten! Okay, ich bin schon wieder was tot, weil die hier richtig Amok laufen. Was macht mir denn so einen Wahnsinnsschaden? Irgendwas shootet auf mich, glaube ich. Oben an der Decke hängt noch einer. Oben an der Decke. Oh Gott, zieht der ab. So, jetzt erstmal der hier weg. Zwei. Ja, kein Wunder, dass ich so einen Wahnsinns-Mörder-Damage bekomme. Nicht schlecht, ihr kleinen Drecksviecher. Nicht schlecht. Hallo? Zwerg, wo bist du? Sindri, bist du das? Ja, ich muss mit Kratos sprechen. Wo bist du? Ah, hier drüben. Du musst mich Brocks Platz einnehmen lassen. Er darf nicht mit der Dame sprechen. Auf keinen Fall. Nein, das ist mein letztes Wort. Aber... Oh je. Ja, was ist denn das jetzt für eine Dame? Der macht da ein riesen Geheimnis drum. Was ist es denn genau? Ist er wieder weg? Es ist nicht seine Schuld, dass Atreus weggelaufen ist. Oder bist du nur Brocks Streiter? Da, schon wieder. Du machst wieder deine Andeutungen. Ist der klügste lebende Mensch wirklich so blind? Die Riesen verbergen eine geheimnisvolle Gestalt, die das Schicksal von Ragnarok ändert. Und du siehst den einzig logischen Kandidaten nicht. Der, der Kriege gegen Götter führte und gewann. Ich bin nicht ihr Streiter. Tja, jeder darf seine eigene Meinung haben. Das funktioniert. Ja. Es hat funktioniert. Ein bisschen Heilung. Okay, was bringt's? Irgendwie nichts, ne? Uiuiui, hier gibt's eine riesen Kiste, aber wo geht's denn dann weiter?
Ein schwerer Runenangriff. Probieren wir es. Probieren wir es. So, hier habe ich so viel zerstört. Ah, hier ist eine Kette. Gott sei Dank stand sie da, ne? Die Tore scheinen verbunden zu sein. Versuch mal, die Befestigung zu zerstören. So. Ja, aber wenn ich jetzt loslasse, passiert das. Die Siegelpfeile sollten auch mit Holz funktionieren. Ah, klar. Alright. Brauche ich das hier? Ja. Bam! Dämmerstein! Dämmerstein? Achtung! Achtung! Ah, Mist! Gut, du kriegst auf die Fresse und zwar richtig. So, erledigt. Das war aber ein ziemlich finsterer Grimm. Die Zwerge werden die Tunnel nicht so leicht zurückerlangen. Das hässliche Drecksvieh ist tot. Darum geht's. Mehr müssen wir nicht wissen. Ich möchte einen Affen? Okay, sie starrt da drauf. Na, diese Tröge kennen wir doch schon, stimmt's, ah. Bruder? Moment, wahrscheinlich hier. Ja. Hat geklappt. Sollen wir? Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Das kann ich auch schon öffnen. Oder? Ja. Nee. Da ist kein Wasser. Diese Meinung, die du da hast, hast du deshalb dieses Bündnis vorgeschlagen, weil ich deine Armeen bei Ragnarök anführen soll? Das ist Tyrs Aufgabe, nicht meine. Es ist offensichtlich, dass Tyr kein Kriegsgott mehr ist. Ich auch nicht. Dieses Leben ist Vergangenheit. Das Töten von Göttern wohl nicht. Oder was tun wir sonst in dieser Welt? Diese Waffe zu schmieden? Deine Wahl. Du weißt, wohin das führen könnte. Ich beschütze nur mein... Ich weiß. Ich weiß. Und wir beide wissen, wozu dich der Schutz deines Kindes bringen kann. Okay, Feuerschalen mal wieder. Wie machen wir das? Ah! Siegelpfeile bringen hier nichts. Einer noch? Wo könnten sie nur das dritte versteckt haben? Oh, hier. Okay, das war ziemlich easy. Wisst ihr noch, wie ich vor ein paar Folgen gesagt habe, die haben das schwerer gemacht? Naja. Irgendwie nicht, also gelegentlich haben sie es schwerer gemacht, sagen wir es mal so. Und du bist Nummer 3. Nochmal ein Apfel, ein Hörnchen. Ja, was ist mit dem? Ist der besessen? Könnt ihr Licht denn hier reingrabbeln? Ah.
Aha. So funktioniert das also. Ich bin beschäftigt mit Töten. Alter, warum sind die denn so übel? Das sind nur Level 3 Gegner, aber die sind irgendwie trotzdem abartig. Das ist nicht, was mit denen los ist hier. Oh, guck mal, die hier zerfetzen easy. Aber diese Freakigen sind richtig mies unterwegs. Power Crimps. Atreus' Mutter war eine Riesin, nicht wahr? Sie gehörte zu den Jötnern. Ja, ich meinte nicht, dass sie groß wie ein Haus war. Ich weiß, dass nicht alle Riesen riesig sind. Ein Größenunterschied ist ja auch nicht weiter schlimm. Oder unterschiedlich viele Gliedmaßen. Nein, überhaupt nicht. Hey, alles was passt, ne? Muss lässig sein, wenn man so eine 4-Meter-Frau hätte. Ich könnte mich überall hintragen. Ich wäre wie ein Baby. Okay, ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich will so eine 4-Meter-Frau, die mich einfach so in den Arm nimmt. Klar, natürlich, unsere Innenausstattung wäre ein bisschen kompliziert. Wenn Leute mich fragen, warum ist da ein Besen neben deiner Zahnbürste, werde ich sagen, ja, 4-Meter-Frau. Die braucht ja dann so einen Handschrupper. Kehrbesen. So, wir können das andere Tor öffnen. Meine Frau ist doppelt so groß wie ich. Ich habe nur daran gedacht, wie Odin die Riesen seit Generationen bekämpft und beinahe vollkommen vernichtet hat. Zweimal. Jetzt könntest du dazu beitragen, ihn ein für alle Mal aufzuhalten. Glaubst du nicht, dass deine Frau das vielleicht gewollt hätte? Maße dir nicht an zu wissen, was sie wollte. Ich spreche nur aus, was du selbst gedacht hast. Ihre Geheimnisse begleiten dich bei jedem Schritt, nicht wahr? Wenn du über deine Zweifel sprechen würdest, könntest du vielleicht besser mit deinem Sohn reden. Ich habe keine Zweifel. Sie weiß, was ich zurückließ. Sie hätte das nie von mir verlangt. Warum sollte sie es verlangen müssen? Sie sah dein Schicksal. Drei von Odins Sippe sind tot, weil sie dich auf diesen Weg brachte. Meinst du, sie wusste nicht, was es hieß, dich nach Jötunheim zu schicken? Das ist reine Vermutung und ich glaube, es reicht jetzt auch, Hoheit. Wir bemühen uns hier schließlich alle zusammenzuarbeiten, nicht wahr? Du hast recht. Das steht mir nicht zu. Also gut, bringen wir das Rad zum Laufen. Ja. Oh, jetzt. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Alles gut. Gemeinsam. Alles gut. Ich hab's drauf. Oh no, 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 no. Wie viele rennen denn von denen hier rum? Und sie sind was? Burn in hell, Mother F. Die sind richtig pissy. Wow, 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 wow. Ja, 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 Moment. Wow. Nein. Falsch. Falscher Move. Ach, shit. Das wollte ich gar nicht. Oh, da hinten ist sogar ein Riss. Ich will nicht wissen, was da raussteppt. Vorsicht, Greg! Vorsicht überall! Ja.
Au! Oh, yes. Hau weg, die Sau. Oh, der andere ist auch tot. Nice. Tja, wer braucht danach etwas frische Luft? Ich. Alle? Dachte ich mir. Wir sind nah. Ich kann es fühlen. Ich kann fühlen, dass wir uns wiedersehen in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tschüss!